Er hat gesagt, sag's der Mama nicht, nimm dir an deiner Schwester ein Beispiel, denn das verletzt sie wahrscheinlich und dann verlässt sie euch beide. Ich lag da, mein Teddy umklammert, nur mit der Decke bekleidet. Da war ich 5 Jahre, jetzt bin ich schon 5,5 und verstecke mich täglich mit meiner Schwester Susi, wenn mein Papa kommt und ruft, wo sind denn meine Engel? Ah, ich hab euch schon, seid lieb zu Papi. Wir sitzen Angesicht zu Angesicht, Susi hat Angst im Blick, während ich ihr fast die Hand zerdrückt. Bitte, bitte nicht, ich halt die Hand von meiner Schwester fester und fester. Der Papi ist so stark, dass er mich wegzerrt. Ist schon gut, mein Engel, ich lieb dich doch auch. Und Papi legt mich aufs Bett und danach zieht er sich aus. Warum streichelt er mich da und warum küsst er mich gleich? Warum tut's mir so weh und er ist so glücklich dabei? Er ist so schwer mit der Zeit. Ich such nach Luft, alles von Schmerzen betäubt. Ich will sterben jetzt gleich. Papa atmet jetzt schneller, das macht er immer so zum Ende hin. Ich blute, doch er sagt, es gibt Schlimmeres, mein Engelchen. Ich seh mich von oben, er ist so groß, ich bin noch so klein. Gleich ist vorbei, Engelchen, hört auch auf zu weinen. Ein großes Mädchen jammert nicht. Doch es tut zu weh, ich versteh's nicht, warum sagt die Mama nix? Sie hat's noch einmal gesehen, aber nie was gesagt. Außer es ist völlig normal und ich soll niemand was sagen.